Hallo und moin moin. Wir sind in der Nähe von Hamburg an einem geheimnisvollen Ort. In einer Halle, in der es ziemlich alles gibt. Das ist ziemlich ein kleines Paradies hier. Ja, gleich mal, wir sind so dankbar für diese Möglichkeit. Das ist wirklich super. Wir wissen, dass das eine einmalige Chance ist für uns und das ist echt super. Und wir werden hier die nächsten Wochen verbringen. Primär, weil wir das Getriebe vom Defender überholen. Und ja, es sind sonst auch ein paar Kleinigkeiten zu tun. Und wir werden auch den Innenausbau hier machen. Ja, das hier war der Innenausbau, den wir vor 2 Jahren sehr, sehr aufwendig, aber mit viel Liebe. Hat eigentlich super funktioniert, gerade diese Sofa-Gelegenheit, wo man da hinten so sitzen konnte, war eigentlich super. Ich spreche so Deutsch. Ja. Weil ich mit so viel Deutschen rede in letzter Zeit. Prozedierten. Jetzt wollen wir doch einen Schlafplatz innen drinnen für 2 Personen haben. Also, dass man drinnen eben liegen kann. Wo wir das befestigen werden, auf welchen Befestigungspunkten, keine Ahnung. Das schauen wir mal. Zuerst nehmen wir es jetzt mal raus. So, wir fahren jetzt mal hinten auf Rampen rauf und vorne bocken wir das Auto dann auf. Damit wir dann zuerst zur Servopumpe von der Lenkung kommen, weil die ist undicht. Und dann morgen das Getriebe machen. Ja, die haben wir. Aber ich weiß nicht die Übersetzung von. So, der Kübel voll. Das ist jetzt alles Getriebeöl und Verteilergetriebeöl gemischt und abgetropft. Da rinnt es langsam raus. Und das hier ist die untere Schraube vom Getriebe. Und so viele Metallspäne hat der Magnet von unten angezogen. Was ersetzt du gerade? Ein Auspuffgummi, gell? Ja, das zweimal schon gelöst. Und jetzt lösen wir noch das dritte und es muss dann mal gehalten werden. So, und jetzt ist so ziemlich alles rund um dem Getriebe schon losgeschraubt und wir werden es jetzt mit dem Wagenheber so ein bisschen anheben. Ein Stück weiter runter. Hier ist es komplett frei. Dann sollst du 5 cm, 10 cm sowas zurück und dann lassen wir es langsam ab und hoffen, dass keiner zerquetscht wird. Das Verteilergetriebe lassen wir dran, damit es besser ausbalanciert ist vorne hinten. Ja, und jetzt musst du wieder ein bisschen. Ja. Oh, das ist eigentlich perfekt. So kriegt man die auch perfekt wieder rein. Zu tief. Fast. Geiler Das ist ein Top-Tipp von Didi. Einen Karton nehmen und mit dem Schraubenzieher Löcher reinhämmern und dann quasi in der richtigen Reihenfolge reinstecken. Und so ist es quasi wie eine Schablone. Sehr, sehr smart. Es tut sich auch sonst einiges. Wir haben ziemlich alles, was nur geht, aus dem Defender rausgegeben, außer das da. Und ja, es gibt einige Schrauben, die so fest gerostet sind, dass wir sie jetzt aufflexen wollen. Wir sind jetzt in der Werkstatt, wo unser Getriebe überholt wird und es ist eine ziemlich coole Werkstatt und wir dürfen jetzt dabei sein und ein bisschen zuschauen und ein bisschen filmen. Wir messen so und mit. Wow. Das ist alles so mega cool hier, es ist noch so viel verschiedenes Zeug, man kann alles angreifen, alles anschauen, was macht und so. Mega cool. Jetzt ist mal das ganze Getriebe auseinandergenommen und jetzt kommt der schwierigere Teil, dass man es wieder zusammenbaut mit den neuen Teilen. Und ja, bis jetzt hat es vielleicht eine halbe Stunde oder so gedauert und ich nehme an, dass es noch so eine Stunde oder so dauern wird und dann ist es schon erledigt.
Safety first. Ja, es ist schon zusammengebaut. Jetzt setzen wir den Schalthebel noch auf und dann schalten wir die Gänge durch. Dann schauen wir mal. Das darf er gar nicht, ne? Aber ist zuversichtlich. Der Lauf ist immer gut. Der Lauf. Das fünfte dann, ja? Das oder wie? Jo. Jo, super. Es passt alles, es war nicht mehr kaputt, als wir gedacht haben oder so. Also wir brauchen keine extra Ersatzteile. Und ja, es funktioniert alles, ist ziemlich fertig und wir sind sehr zufrieden. Vielen Dank an Arthur und Rainer. Und jo, ich weiß nicht, ob wir heute noch was machen werden, aber als nächstes ist dann, ich weiß nicht, ein paar Sachen sind noch zu tun. Ja, jetzt gerade schleifen wir die ganzen rostigen Stellen an, zu einem Drahtbürstenaufsatz für die Flex halt. Dann kommt da Farbe drüber und dann noch ein bisschen Wachs drauf. Das sollten ein paar lebensverlängernde Maßnahmen sein für den Defender. Und schaut echt schon bling bling aus fast, weil das da zum Beispiel war so eine Traverse, wie immer. Die war wirklich recht rostig da innen. Und ja, jetzt schaut sie wieder schön aus. Langsam reicht schon, oder? Oh, ja. Ja, gestern habe ich aber schon gestrichen unten innen und das schaut so gut aus. Ja, deswegen machen wir weiter. Aber es ist anstrengend. Das Schwierige ist halt diese kleinen Kanten, Pipapo, zum Beispiel da, wo das dann so rausschaut. Und es ist ja nicht nur, dass man das nur anschleifen muss, sondern du hast diesen klebrigen, wachsigen Unterbodenschutz von vorher noch drauf. Und da rostet halt ein bisschen was drunter, deswegen musst du es halt weitestgehend weg. Die letzten Tage war es echt hart, weil das Schleifen an sich ist eine recht mühsame Arbeit, weil man halt diesen ganzen Anzug anhat. Dadurch, dass es so kalt ist in der Halle, wenn man ausatmet, kondensiert die Luft, geht in die Brille über die Nase nach oben und dann beschlägt die Brille. Da muss man die Brille runtergeben, dann rieselt einem das Zeug in die Augen. Das Tor war immer zu, es gab immer nur Kunstlicht und oh, das hat wirklich uns teilweise in den Wahnsinn getrieben. Jetzt ist schon langsam ein Ende in Sicht, also alles hinter mir, ab dieser Hand nach hinten, ist alles schon geschliffen und da vorne ist es jetzt noch zu machen. Und das ist eh ganz angenehm zugänglich, weil wir vorne die Räder runtergeschraubt haben. Auf jeden Fall, was wir grundsätzlich machen, ist halt nicht nur diesen Flugrost entfernen, sondern eben da auch sind halt so, also man sieht es nicht so gut, da jeweils sind halt so ein bisschen Sachen, die halt schon vom Rost aufgequollen sind. Und das, den losen Rost müssen wir halt beseitigen. Dann haben wir so eine wunderbare Farbe. Timex Paint Repair, eine so eine Dose kostet 50 Euro. Das kann man eben auch auf leichten Flugrost auftragen und das ist quasi wie so eine Rostschutzfarbe, die den Rost unten drunter neutralisiert und dann aber gleich schon Schutzlack drüber ist. Also das ist angeblich recht cooles Zeug. Und die Stoßstange da drüben, die war wirklich echt arg. Also was da für Rost dran war, das, ich kann das wirklich so Stückchen Metall kann ich mit dem Schraubenzieher wegkratzen, das ist so krass. Ne? Ich kann das einfach. Und das ist wirklich dick. Also das ist einfach nur Rost. Also es ist alles halt nicht so schlimm, weil wenn man das jetzt abschleift, dann schaut das nachher wirklich ganz super aus. Dann kommt eben noch Rostschutzfarbe drauf und dann, es muss ja nicht bling bling sein, es soll ja nur nicht unbedingt vom Auto fallen. Wir sind inzwischen beim Streichen. Wir haben die letzte Woche nur geschliffen, den ganzen Rost runtergeschliffen. Und jetzt sind wir beim Streichen. Die erste Schicht wird weiß, die zweite dann grau und dann kommt der Unterbodenschutz drauf. Und das ist ganz schön viel Arbeit. Also am Anfang dachte ich, es ist so ein, wie sagt man das? Man baut seine Beziehung zu dem Defender auf, weil man halt alles so schön einstreicht und so weiter. Inzwischen nervt es eigentlich nur noch. Aber ja. Inzwischen ist schon die zweite Schicht. Vorne drauf zumindest, hinten ist noch schön weiß und es ist jetzt eben dunkelgrau.
und heute wahrscheinlich kommt das Getriebe hinein. Das da ist die Rückseite vom Motor und hier drinnen sitzt so eine Messingbuchse, die sollte man auch tauschen und die werden wir auch tauschen. Das hat Nepomuk's Reise auch erst vor kurzem gemacht und ich glaube, die haben da 4 Stunden oder sowas dafür gebraucht. Aber dank ihrer Erfahrung wissen wir jetzt, dass man es einfach kaputt hauen muss und dann einfach die Trümmer rausnimmt. Das ist die Schwungscheibe. In das Zahnrad greift später der Startermotor, der Anlasser. Und das ist ziemlich schwer, das kommt wieder rauf und langsam kommt alles wieder zusammen. Und hoffentlich ist auf wundersame Weise dann keine Schraube über und alles funktioniert. Das jetzt ist ein besonderer Moment, weil jetzt wird nichts mehr vom Auto runtergenommen oder runtergebaut, sondern jetzt ist quasi der maximale Abbauzustand erreicht und jetzt kommen nur noch Sachen, die quasi in gut wieder dran gebaut werden. Hier kann man schön aufs Getriebe sehen und kann man schön die Sachen anschließen und sowas. Vorne der Getriebetunnel, wo da quasi der Schalthebel rauskommt, das ist auch alles weg. Das heißt, es ist wirklich so wie bei einem Tesla, dass man quasi so vom Fahrersitz ohne Mühen zum Beifahrersitz rutschen kann. Bleibt aber nicht so leider. Und ja, das heißt, wir schauen jetzt mal, dass wir das Getriebe reinbekommen. Wir haben so einen super Motorkran dafür. Beim Ausbauen hatten wir nur diesen Wagenheber. Und ja, das machen wir jetzt, Karin. Bist du motiviert? Ja. 150. Das sind 14 Etappenstarten voll. Rauf! Boris wollte mich verbrennen. Boris hat geschrieben, vor 1000 Leuten diese Mutter zu teilen, fällt da oben in eine 20-Slamisierung voll. Da hat er schon länger Scherzen. Ich drücke den Motor jetzt hinunter, du siehst gleich, was sich bewegen wird. Okay. Und das versucht einfach so zu keilen, dass es so bleibt. Ja. Aha. Ja. Dann kommt es wieder weg. Es ist immer gut, wenn du sagst, bevor es weggeht, weil mein Arm ist sonst reingekommen. So, wir müssen es nach vorne drücken, damit sich der Schalthebel ausgeht. Aber vorne steht es irgendwie an. Wie habt ihr das eigentlich rausbekommen? Naja, raus ist immer leichter. Die Schalthebel sind irgendwie so... Ja, das weiß ich, aber muss halt immer der Beifahrer schalten. Wieso bin ich eigentlich jetzt da herumgekratzt, wenn ich jetzt irgendwie da rausstecke? Da stehen wir schon an bei den Schrauben. Ja. Das ist ja exquisit. Jo. Was ist mit dem Schalthebel? Schaust du auf den? Nein. Ja, das rede ich die ganze Zeit. Aber wie? Können wir nicht mit dem Kran das noch höher nehmen? Ja, super. Und was schaltest du? Das ist wirklich schwer zu sagen. Das heißt, ich kann nicht aus so rundherum sehen, ob Zahnräder oder blablabla. Nein, gar nicht. Okay. Deswegen ist es auch so mühsam. Etwas tut sich, was hast du gemacht? Nix. Ich bin wieder ausgekettet. Ja, diese Gewichtsverlagerung war gut. Ja, genau. Durchs Wackeln kommt es näher. Es muss ja noch ein bisschen gedreht werden. Ja, es müsste wieder so sein. Ja, genau. Ja, das ist super. Weiter. Ja, okay. Ja. Ist nur ein bisschen schief jetzt. Von der Ausrichtung passt es jetzt super. Probier mit dem. Ja. Es zieht sich richtig hin. Ja. Super. Rein theoretisch könnte man schon wieder schalten. Das Getriebe ist drinnen. Es ist jetzt nach 23 Uhr. Bei uns war es so, dass die Fenster in der zweiten Sitzreihe immer sehr, sehr schwer gingen zum Kurbeln. Und wir haben jetzt mal alles abgenommen und dann neue Führungsleisten aus Filz eingebaut. Und da ist innen drinnen in der Filzleiste ist eingearbeitet ein U-Profil. Und das hat einfach von unten angefangen, komplett wegzurosten. Ja, irgendwo da liegt so noch ein Teil. So aufgequollen sah das alte aus. Das Metall da ist einfach schon komplett weggerostet. Das ist nur noch Gummi. Und das ist von irgendeinem Oldtimer-Zubehör oder sowas. Das kostet irgendwie 3,50 Euro pro Meter. Und das... echt super duper. Und jetzt haben wir gerade das Fenster wieder eingebaut und wir möchten diesen Moment teilen, weil ich glaube, das haben mehrere Defender-Fahrer. Es geht so unglaublich leicht. Gut, unten wird es ein bisschen schwierig. Und dann auch wieder hinauf.
Also vorher musste man sie wirklich so fast mit Gewalt, dass man Angst hatte, dass es bricht, drauflehnen. Und jetzt geht es einfach so mit einer Hand. Das ist wundervoll.